Mein Name ist Marc und ich darf dich heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Gemeinsam schauen wir uns heute den Magna Rime an. Einen kurzen Handschuh in klassischer Optik. Wir haben hier einen Leder-Textil-Gemisch und der ist so frisch, der ist heute noch nicht mal auf unserer Homepage. Den packe ich einmal weg. Aber wir gucken ihn uns trotzdem schon mal an. Wir haben hier einen Carbon-Protektor auf den Handknöcheln. Wir haben hier einen Stretch-Einsatz, was sehr gut ist, damit wir diesen hier machen können, also damit wir unseren Griff gut anfassen können. Das heißt, also, ich erkläre es mal kurz. Das, wenn wir so machen, dann verlängert sich das natürlich. Und wir brauchen diesen Stretch-Einsatz, damit sich das zusammenzieht, wenn wir das loslassen, damit wir hier kein oberschüssiges Material haben. Der Abschluss dieses Handschuhs ist aus Neopren. Und wir haben hier einen schönen breiten Riemen, wo wir es mit verschließen können. Zack. Wie gesagt, also die Handaußenseite, der Bereich, der eben im Falle eines Unfalls strapaziert wird, der ist in Rindsleder gehalten. Weniger strapazierte Bereiche wie diese hier zum Beispiel sind dann in Textil mit Rippstopp, also auch abriebfest, aber eben ja nicht ganz so wie Leder gehalten. Wir haben hier auch nochmal Unterschäumungen und wir haben auch vor allen Dingen in diesem Bereich nicht nur Leder, sondern auch nochmal einen unterschäumten Bereich, um eben auch noch eine gewisse Federung zu haben, wenn wir denn absteigen. Die einzelnen Finger sind auch nochmal mit Protektoren versehen. Wir haben hier wieder Stretch-Einsätze. Auf der Handinnenseite fällt zunächst auf, dass die Spitzen von Zeigefinger und Mittelfinger nochmal gummiert sind, um den Grip zu erhöhen. Und auch hier sind besonders beanspruchte Bereiche in Leder gehalten. Der Rest ist Kunstleder. Dann habe ich euch alles schon zum ganz, ganz frischen Magna Rime, der nicht nur zu sportlichen Motorrädern, sondern auch zu klassischeren Modellen sehr gut passt, gesagt. Und dann wünsche ich euch allen ganz viel Spaß damit, wenn ich euch dafür begeistern konnte. Euch allen wünsche ich einen guten und vor allem unfallfreien Motorrad. So, passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.